Hallo zusammen, hier ist die Katrin und grüßt euch heute zu einer Meditation. Ich möchte euch einladen, mal das Medium der Meditation vielleicht neu kennenzulernen oder einfach häufiger noch in euren Alltag zu integrieren und es für euch nutzbar zu machen. Meditation ist so etwas wie das Training der Gedanken. Ja, so wie wir unseren Körper trainieren, muskulär, können wir über Meditation unsere Gedanken trainieren. Ja, wir haben ganz viele Gedanken in unserem Kopf und nicht alle sind hilfreich für das, was wir eigentlich möchten und wollen oder die uns unterstützen können in dem, wie wir sind. Ja, und von daher ist es wichtig, auch einfach zu üben, welche Gedanken wir wirklich denken wollen. Ja, und dafür ist Meditation ein wunderbares Medium. Von daher möchte ich euch gerne dazu einladen. Als erstes für eine Meditation schafft euch eine Wohlfühlatmosphäre für euch. Ja, schaut, dass ihr euch in einem Raum, an einem Ort befindet, an dem ihr euch wohlfühlt, an dem es euch gut geht, an dem ihr eine gute Energie vielleicht spürt, ja, aber wo ihr auch ungestört seid. Gerade am Anfang, wenn man auch nicht so geübt ist, ist es wichtig, dass man eine ungestörte Atmosphäre hat. Später, wenn man geübter ist, ist man vielleicht in der Lage, an jedem Ort zu meditieren. Ja? Aber gerade am Anfang ist es schon hilfreich, wenn ihr Ruhe habt für euch. Kein Telefon klingelt, ja? Keiner an der Tür klingelt, kein Kind dazwischen gelaufen kommt. Also schaut, dass ihr auch, wenn Familie im Haus ist, alle informiert, dass ihr eure Zeit jetzt für euch nutzt, ja, und ihr eure Ruhe findet. Super. Dann schaut, dass ihr einen guten Sitz habt. Ja. Ziel ist es schon, den Meditationssitz irgendwann einzunehmen. Für viele ist es aber schwierig, weil einfach in unserer Gesellschaft es nicht gelernt wurde, lange in dieser Position zu sitzen. Von daher schaut, wie ihr das für euch einrichtet. Wenn ihr in so einem Meditationssitz seid, dann nutzt gerne Meditationskissen. Ja? Ich sitze auch auf einem. Ja? Das kann so eins sein, das können ganz unterschiedliche Kissen sein, von der Höhe unterschiedlich her. Die Höhe entscheidet sich danach in diesem Sitz, dass du schauen solltest, dass du so sitzt, dass deine Oberschenkel nach unten in den Boden streben. Das heißt also, dass deine Oberschenkel Rückseite oder Rückaußenseite sozusagen sich mit dem Boden verbindet und deine Knie in Richtung Boden zeigen, nach unten. Ja? Die Knie etwas tiefer wie deine Hüfte. Wenn du so nicht sitzen kannst, wegen den Knien, wegen der Hüfte oder was auch immer, ja, dann setz dich einfach höher. Schaff dir mehr Höhe. Ja? Vielleicht nimmst du aber auch den Fersensitz ein. Auch den kann man erhöhen, indem du einfach hier so ein Kissen, ne, aufrecht machst oder eben eine Bank nutzt. Es gibt auch Meditationsbänkchen, wo du dich ganz entspannt einfach so draufsetzen kannst, ja, so dass es vielleicht für dich angenehmer ist. Und wenn das alles gar nicht für dich funktioniert, dann tut es auch ein Stuhl oder ein Hocker, ja, auf den du dich sitzt. Ja. Du musst nur schauen, wenn du dich auf einen Stuhl setzt, lehn dich bitte nicht an. Ja. Schau, dass du vielleicht ein bisschen nach vorne auf die Kante des Stuhls rutscht, dass deine Füße eine feste Verbindung zum Boden haben und dass deine Wirbelsäule aufrecht stehen kann aus deiner eigenen Mitte heraus. Okay? Genau. Und dann schau, dass du dich gut einrichtest, so wie es für dich passt, in deinem Sitz. Ja? Ich möchte euch einladen, heute in der Meditation einmal ein bisschen in euch hineinzufühlen, wie Kraft eigentlich in euch steckt, welche Energie in euch steckt, ja? Was ihr aus eurer Kraft, aus Energie heraus eigentlich erschaffen könnt in dieser Welt für euch, für andere. Ja? Und euch wieder ein bisschen mit Dankbarkeit verbinden. Weil Dankbarkeit hilft uns dabei, glücklich zu sein. Ja? Wunderbar. So, wenn ihr jetzt euren Sitz gefunden habt, dann nehmt euren Sitz so an, wie ihr ihn jetzt entschieden habt einzunehmen und versucht nicht während der Meditation immer wieder an eurem Sitz zu arbeiten. Ja? Sondern wenn ihr einmal einen Sitz gewählt habt, bleibt bei diesem Sitz und nehmt ihn einfach an, so wie er ist. Ja? Und wenn die Beine mal einschlafen in dem Sitz, ist das nicht schlimm, die wachen auch wieder auf. Genau. So, und wenn du in diesem Sitz bist, kannst du deine Hände entweder ganz entspannt auf deinen Beinen liegen lassen. Ja? Du kannst auch deine Hände einfach in deinen Schoß legen.
Du kannst aber auch ein Mudra verwenden, indem du Daumen und Zeigefinger entweder aneinander bringst oder den Zeigefingerkopf unter den Daumenkopf sozusagen legst und die anderen drei Finger nach vorne ausstreckst. Wenn du das machst mit der Handinnenfläche nach oben, dann ist das das Jian Mudra. Das bedeutet, dass du offen bist für das, was kommt, ja? Für das, was das Universum zu dir schickt, ja? Und dich einfach öffnet für all diese Informationen. Ja? Wenn du sagst, oh, es ist heute nicht so mein Tag, ich möchte heute eigentlich gar nicht so viel von außen haben, ich möchte mehr in mich schauen, dann dreh einfach die Hände und geh in das Jin Mudra. Ja? Und das bringt dich so ein bisschen mehr in dich hinein. Manchmal ist es einfach nur eine Intuition, wenn du die Hände hinlegst, es geht automatisch in eine Position, ja, die heute genau richtig ist für dich. Und dann nimm diese Position. Genau. Wunderbar. Dann schließ einmal deine Augen. Atme einmal ganz tief durch die Nase ein und durch den Mund alles wieder aus. Nochmal einatmen durch deine Nase. Und durch den Mund nochmal alles aus. Lass los, was bisher war, was dich im Tag bis heute begleitet hat oder in der Woche. All das, was gewesen ist, lass es einfach los. Und dann lass deinen Atem fließen, ganz gleichmäßig, ganz natürlich, ohne jede Anstrengung. Atme durch die Nase ein und durch die Nase wieder aus. Lass ohne Anstrengung deinen Atem tief in deinen Körper sinken, vielleicht bis in deinen Bauch hinein. Und so eine sanfte Bewegung in deiner Bauchdecke spürbar sein. Spür, wie der Atem Energie in deinen Körper bringt. Dich ausfüllt, jede Zelle nährt. Und über das Beobachten deines Atems bring dich mehr und mehr ins Hier und Jetzt. Und lass Gedanken los, die noch damit beschäftigt sind, was du vielleicht gerade erledigt hast, was vielleicht noch für Aufgaben vor dir liegen. Lass jetzt mal alles los und bring dich fokussiert in den Moment. Und dann versuche immer mehr in dich hineinzutauchen und mehr deinen Herzschlag wahrzunehmen. Werde ruhiger in dir. Tauch in dich ein. Spür dein Herz. Spür dein Zentrum. Spür dein Zentrum deiner Kraft und deiner Energie. Deine Gedanken mal zurück in die letzte Woche und mach dir noch mal bewusst, was du in der letzten Woche alles geschafft hast, was du in der letzten Woche alles erschaffen hast. Spür noch mal in dich hinein, welche Momente du erlebt hast. Vielleicht, welche Menschen du gesehen hast, kontaktiert hast. All die Kontakte, die du hattest, auf welchem Weg auch immer zurzeit. Nimm das für dich nochmal ganz bewusst wahr und spür diese Dankbarkeit in dir, all das erlebt haben zu dürfen,
auch all das erschaffen haben zu dürfen, das, was du geschafft hast. Und all das hast du aus deiner eigenen Energie heraus erschaffen und getan, weil du es wolltest, weil du es dir in Gedanken vorgestellt hast, vorgenommen hast und dann auch umgesetzt hast. Und genau das darf dich auch stolz machen, dass du das umgesetzt hast und erschaffen hast. Sei dankbar zu dir selbst dafür, dass du Entscheidungen getroffen hast und diese Entscheidung in Handlung umgesetzt hast. Und dann nimm das auch alles positiv an für dich, weil all das, was du in der letzten Woche und in der ganzen Zeit davor getan und erschaffen hast, all das hat dich an den Punkt gebracht, an dem du heute hier bist. Und all das, was passiert ist auf dem Weg bis zum Hier und Jetzt, war auch genau richtig so, wie es passiert ist. Und deshalb nimm es an. Nimm es positiv für dich an und spüre die Dankbarkeit in deinem Herzen dafür. Und dann geh mit deinen Gedanken noch etwas weiter zurück. Und dann denk mal an einen Moment oder an eine Geschichte, die du erlebt hast, erschaffen hast, aus deiner eigenen Kraft heraus, aus deiner eigenen Schöpferkraft heraus. Fühl dir diesen Moment, dieses Ereignis oder das, was entstanden ist durch deine Handlung, nochmal ganz bewusst vor Augen. Und sieh ganz positiv auf diese Dinge. Vielleicht hast du einen Menschen kennengelernt, der ganz viel Liebe in dein Leben gebracht hat. Und du wolltest so einen Menschen kennenlernen und hast es getan. Vielleicht hast du Kinder bekommen. Vielleicht hast du deinen Traumjob gefunden oder dir dein Traum zu Hause erschaffen. Wähl für dich eine ganz besondere Sache aus. Und dann nimm dieses Gefühl in dir wahr, was diese Gedanken an diese Situation, an diesen Menschen, an diese Sache in dir auslösen. Spür in dein Herz hinein, voller Dankbarkeit dafür, dass die Kraft aus dir herauskam, um genau das zu tun. Nimm dieses Gefühl ganz bewusst in dir auf. Spür, was es vielleicht in dir auslöst. Nimm nochmal ganz bewusst wahr, dass wenn du einen Gedanken in dir hast und diesen Gedanken vielleicht mit Worten ausfüllst,
und diesen Worten auch Entscheidungen und vor allen Dingen Handlungen folgen lässt, dass du damit alles schaffen kannst. Alles, was du dir vornimmst, kannst du schaffen. Und mit diesem Gefühl, geh einmal für dich ins Hier und Jetzt und nimm einmal ganz bewusst jetzt in dieser Situation wahr, was für Gedanken vielleicht dich begleiten immer wieder, welche Gedanken immer wieder zu dir kommen für bestimmte Dinge, Wünsche, die du hast für dein Leben. Und vielleicht fällt dir eine ganz besondere Sache sofort ein, dann halt sie einmal fest und dann mach dir nochmal bewusst, dass alles, was du möchtest, du aus dir selbst heraus auch schaffen kannst und erschaffen kannst. Und mit diesem Bewusstsein, geh mal ganz achtsam die Schritte voraus in deine Zukunft. Und je nachdem, wie groß das ist, was du erschaffen möchtest, wie umfangreich das ist, vielleicht ist es eine Sache, die du in der nächsten Woche erschaffen möchtest, im nächsten Jahr oder in den nächsten 3 Jahren. Es ist egal. Geh einfach Schritte vorwärts in deine Zukunft. Und stell dir vor, ganz bewusst, wie du diese Dinge, diese Momente erschaffst. Mit deiner eigenen Energie, mit deiner eigenen Kraft. Darüber, dass du deine Gedanken ganz fokussierst. Genau auf das, was dein Ziel ist, was dein Wunsch ist. Und indem du deine Gedanken manifestierst, genau auf das, was du gerne möchtest, was du umsetzen möchtest. Und aus diesen Gedanken heraus vielleicht Worte formulierst, die das formulieren, was du möchtest. Und daraus wiederum auch ganz bewusste Entscheidungen triffst. Und ganz zielgerichtete Entscheidungen triffst. Genau diesen Weg zu gehen. Und ganz bewusst aus diesen Entscheidungen. Und das ist das Allerwichtigste für dich, ins Handeln kommst. Nur wenn du ins Handeln kommst, wird dein Wunsch sich erfüllen, wird sich dein Ziel umsetzen lassen. Also komm ins Handeln. Und jetzt stell dir vor, wie sich dein Wunsch, dein Ziel erfüllt hat, wie du an dieser Stelle in deinem Leben bist und das erschaffen hast, was du wolltest, was dein Traum war, was dein Herzenswunsch war. Es ist Realität geworden. Und dann spüre in dich hinein und nimm dieses Gefühl auf. Spür Dankbarkeit, auch für dich selbst vor allen Dingen, weil du hast es erschaffen. Es ist dein Projekt gewesen und du hast es erschaffen.
Und jetzt ist es da. Lass dich ausfüllen von diesem Gefühl in dir. Spür, dass du diese Kraft in dir hattest, um das zu erschaffen. Die Energie gesammelt hast, fokussiert hast, genau auf dein Ziel. Speichere dieses Gefühl in dir, was da entsteht, ab. Dann bring deine Gedanken wieder zurück ins Hier und Jetzt. Und nimm dieses Gefühl aus deiner Zukunft mit ins Hier und Jetzt. Lass dich dein Herz von diesem Gefühl umgeben und spüre nochmal diese Energie und Kraft, die aus dir entwächst. Und auch wenn es mal schwierig ist und wenn du denkst, das schaffst du nicht, das geht nicht, dann erinnere dich immer wieder an dieses Gefühl. Du kannst alles schaffen. Alles, was du brauchst, um dein Ziel zu erreichen, um dir deine Wünsche zu erfüllen, um dir dein Leben zu erschaffen, was du möchtest, all das, was du dafür brauchst, ist bereits in dir. Das Einzige, was du schaffen musst, was du tun musst für dich, ist deine Gedanken auf deinen Weg zu fokussieren. Gedanken umzusetzen in Worte, deine Worte umzusetzen in Entscheidungen, ganz bewusste Entscheidungen, die du dann in ganz bewusstes Handeln umsetzt. Wenn du diesen Fokus in dir hältst, dich bewusst für Dinge zu entscheiden, bewusst Dinge zu tun, aber vielleicht auch bewusst Dinge loszulassen. Dinge loslassen, die dich ausbremsen auf deinem Weg, die Hürden darstellen für deinen Weg. Lass diese Dinge los. Erkenne, dass sie dich nicht weiterbringen auf deinem Weg. Und triff auch da die bewusste Entscheidung, loszulassen. Und dann tu's. Spüre in dein Herz und nimm wahr, was für Gefühle das in dir auslöst, welche Energie sich in deinem Körper breit macht, und spüre vor allen Dingen die Dankbarkeit dafür, dass du sein darfst, wie du bist, dass du sein darfst, wie du möchtest, und spüre die Dankbarkeit dafür, dass nur du allein der Schöpfer deines Lebens bist.
Spüre nochmal ganz bewusst deinen Atem und deinen Herzschlag. Nimm dich noch einmal ganz bewusst wahr. Jede einzelne Zelle deines Körpers. Schick an jede einzelne Zelle deines Körpers die Information der Dankbarkeit. Und dann atme einmal bewusst durch die Nase ein, nimm deine Hände einmal vor dein Herz in Anjali Mudra. Atme aus, lass die Stirn zu deinen Fingerspitzen sinken. Und dann bedanke dich nochmal ganz bewusst bei dir für alles, was ist, für alles, was war und für alles, was sein wird. Nimm diese positive Energie für dich mit in den heutigen Tag, in deine Zukunft und vergiss nie, dass du der Schöpfer deines Lebens bist. Öffne jetzt ganz langsam, blinzeln deine Augen Richtung Boden. Komm ganz langsam wieder zurück ins Hier und Jetzt. Lass den Blick klar werden. Atme ein und heb den Blick wieder an. Ich danke euch, dass ihr mit mir zusammen meditiert habt. Namaste. Dankeschön.